Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir jetzt ein neues Messer gegönnt. Und zwar das Bird Turn. Ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Spyderco. Und das hier, das Bird Turn, heißt glaube ich irgendwie so viel wie Schwalbe oder sowas in der Art. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe da mal neulich ein Video zu gesehen. Da hat er das gesagt, ich habe mal Turn eingegeben, weil bei Google Translate nichts zu finden. Also, Bird ist die hundertprozentige Tochterfirma von Spyderco und die machen, stellen die Messer in China her. Das Coole an dem Messer ist, es ist halt ein Slip Joint und daher 42A konform. Im geschlossenen Zustand ist das Messer 10 cm lang. Der Griff, mache ich schon wieder den gleichen Fehler. Ich habe die Aufnahme gerade eben schon mal gemacht. Ach komm, weiterlaufen lassen. Die Klinge ist 7 cm lang, ist ein hochgezogener Flachschiff oder Flat Ground. Wir haben hier die Griffschalen, mal gucken, ob man das hören kann, ist G10, der Klingenstahl ist 8CR, mal gucken, 8CR 13 MOV und kostet bei Amazon ca. 30 Euro. Ich habe, glaube 28 irgendwas bezahlt und da ich Prime-Kunde bin, war der Versand kostenlos. Aber das ist eh, ich glaube, ab 24 Euro ist der Versand eh gratis. Hat hier einen wirklich geilen Clip. Ja, ich habe jetzt einige englischsprachige Videos gesehen. Da nennen die das Paperclip. Slip Joint ist, muss natürlich ein bisschen bespielt werden. Ja, ist klar. Stoppt hier zur Hälfte. Nochmal. Der Slip Joint ist sehr stabil. Also man kann es nicht ohne weiteres runterdrücken. Der Clip ist Tip Up. Ja, Tip Up. Auf beiden Seiten zu tragen. Tip down geht nicht. Das liegt wohl daran, dass die Beugung hier dann zu sehr den Clip hier nach vorne ziehen würde. Und dann würde der Clip rausgucken. Ihr seht, das passt ja gerade hier so. Das ist ein wirklich sehr schickes Messer. Gewicht hätte ich vielleicht mal gerade gucken sollen. Aber das Ding wiegt so gut wie nichts. Ist auch hier so auf dem drei Viertel vom Griff, es ist ausbalanciert. Ich habe Handschuhgröße 9,5 und der Griff guckt so nicht raus, aber man kann auch in den Vorgriff gehen. Hier ist es auch also wie hinten das Chimping, auch auf der Unterseite. Macht sich wirklich saugut in der Hand. Wenn ich in den Vorgriff gehe, guckt kaum noch was raus, oder? Gar nichts mehr. So, das ist halt wirklich ein geiles Messer von Spyderco oder Bird Turn. Zu empfehlen, natürlich. Sonst würde ich es euch nicht sagen. Na doch, würde ich auch. Ich würde auch ein Messer vorstellen, wenn es scheiße ist. Jetzt habe ich leider kein Stück Papier hier, womit ich... mal gucken. Ich habe hier eine Quittung. Und Quittung und Zeitungspapier durchzuschneiden, ist natürlich eine Mörderaufgabe. Jetzt kann es sein, dass es ein bisschen stumpf ist. Nein. Ihr seht, geht durch wie Butter. Ja, wie gesagt, ca. 30 Euro. Von mir ein absoluter Kauftipp. Und der nächste auf meiner Wunschliste wäre das Bird Karakara oder Karakara 2. Ist dann leider wieder nicht mehr 42A konform. Da, da es einen Backlog hat.
Aber ich zeige euch schon mal kurz die Größenverhältnisse vom Bird Turn zum allseits bekannten Tenacious. Ja. Das kann man gut sehen. Heute ist so ein ziemlich dunkler Tag. Und mir ist was aufgefallen. Ich habe mir ein Victorinox gekauft aus der 81er Serie. Und da sind die Klingen circa gleich lang. Ja. Wenn man zum Beispiel so ein, wie ich die gerne mag, guter Tipp übrigens für den Klaus Müller. Hier zum Beispiel das Executive, was ja nun mal keine sonderlich große Klinge hat. Ja. Könnte man das mit dem Bird Turn ergänzen, obwohl die auch fast eine gleiche Klingenlänge haben. Fast. Ja, aber die natürlich vom Bird Turn etwas länger ist. So, das war's schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und, ich zeige euch noch gerade meinen Beifahrer. Der macht heute wieder so ein ganz langes Gesicht. Der wartet nämlich auf Weihnachten. Also ich zeige den euch mal. Aber der ist auch schon auf Weihnachten eingestellt. Da ist er. Coole Sau, oder? Hat er doch glatt auf der Arbeit eine Weihnachtsmannmütze an. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut. Haha, da habe ich schon was vergessen. Zum Clip. Ihr seht hier meine Arbeitsweste. Achtung, guck mal, wie tief das Messer in meine Arbeitsweste verschwindet. Ja. Sieht man nur ein ganz kleines bisschen. So, jetzt mache ich meine Tasche zu und dann sieht man nur noch das hier. Ja, ich würde sagen, nicht schlecht. Toller EDC-Tipp. So, jetzt bin ich aber weg. Tschüss.